Hallo Wolfgang, wir sind heute an der FM Bamberg und führen ein Interview über Virtual Reality. Du bist Professor an der FM Bamberg für Psychologie, aber nicht nur das, machst auch ein paar andere Sachen. Magst du dich da vielleicht selber einmal kurz vorstellen? Hallo Nadine. Ja, bei der FM arbeite ich, genau, aber auch bei der Sozialstiftung Bamberg. Das ist so ein Verbund von allen Krankenhäusern in Bamberg, allen städtischen Altenheimen. Und da bin ich schon seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten schon als Psychologe auch tätig. Und da war ich in allen Bereichen schon, in der Psychosomatik, auf der Akutpsychiatrie, in der Reha, in der orthopädischen, kardiologischen Reha, Schmerztherapie und so weiter, aber alles Mögliche schon gesehen, weil ich eben schon so lange da arbeite. Und ja, im Moment arbeite ich da im sogenannten Zentrum für Kognition und Emotion. Da geht es darum, dass wir einerseits neue Therapieformen versuchen zu entwickeln, aber auch wissenschaftlich zu begleiten und zu untersuchen. Ja, ich würde sagen, vielleicht fangen wir am besten so an, dass du für Leute, die es noch nie gehört haben, dieses Wort und gar nicht wissen, worum es hier heute eigentlich geht, dass das Thema vielleicht kurz in einem oder zwei Sätzen umreißt. Na, das kriege ich hin. Virtual Reality steht für virtuelle Realität und das heißt eben, dass wir in einer simulierten Umwelt sind. Das kann alles Mögliche sein. Jetzt in dem Thema, was wir in der FAM gerade abbilden, sind es eben angstauslösende Situationen. Für welche Ängste sind VR-Anwendungen denn geeignet? Naja, prinzipiell kann man zwischen zwei Gruppen von Ängsten einteilen. Das eine sind die sogenannten Phobien, da habe ich Angst vor irgendwas Speziellem. Und dann gibt es die anderen Angststörungen. Und für diese Klasse von den Phobien, für die ist es am besten geeignet. Das können spezifische Phobien sein, dass ich habe Angst vor Höhen, vor engen Räumen, vor Spinnen und so weiter. Oder Angst vor sozialen Situationen, so wie jetzt gerade. Dass dann das Unangenehme ist, wenn man da vielleicht interviewt wird oder wenn man ein Referat halten muss, einen kleinen Vortrag halten muss und die gucken dann alle an, dass man sagt, das geht fast gar nicht, da stehe ich dann so neben mir, schwierig. Oder aber die letzte Gruppe nennt sich da Agoraphobie, da habe ich Angst in Situationen, bei denen ich vom Gefühl her nicht entkommen kann. Das können zum Beispiel überfüllte Plätze sein beispielsweise oder gerade Plätze, wo man ganz einsam ist und da kaum rauskommt, können Schlangen in einem Supermarkt sein, in einem verschachtelten, also Schlangen, keine echten Schlangen, sondern Schlangen an der Kasse und so weiter. Solche Sachen, dafür ist es mit am besten geeignet, weil man eben diese Situationen aufsuchen kann und dann eben das, die Angst auslösen kann, indem man in die Situation geht und das dann in der klassischen Therapie versucht, eben auszuhalten. Wozu brauche ich dann bei diesen Ängsten überhaupt Virtual Reality? Ich könnte mich ja auch in der Realität meine Angst vor Spinnen oder vor engen Räumen stellen. Also im Prinzip wäre das ja der Königsweg, dass man sich genau der Situation stellt, vor der man Angst hat, am besten in der Realität. Jetzt ist es aber in manchen Situationen schwierig. Du hast jetzt gerade Spinnen als Beispiel gesagt. Naja, man hat vielleicht nicht immer eine schöne Vogelspinne zur Hand gerade. Oder man hat jetzt Spinnen, die erstmal ein bisschen in Entfernung krabbeln sollen, vielleicht kleinere Spinnen, dann vielleicht eine größere Spinne und so weiter und so weiter. Und dann macht es einen Sinn, das nachzubilden. Das kann auch einen Sinn machen bei Höhenangst oder bei Flugangst beispielsweise. Es wäre ja toll, da immer ein bisschen rumzufliegen, so zum Trainieren. Wobei für die Leute, die Angst davor haben, wäre es kein Spaß, aber vielleicht für die Therapeutinnen und Therapeuten schon. Aber das geht halt bei manchen Situationen schwieriger und da macht es einen Sinn, die tatsächlich in virtueller Realität nachzubilden. Und ist das dann genauso effektiv wie die Angsttherapie in der echten Situation? Weil ich merke ja trotz der Brille, dass es keine echte Spinne ist oder dass ich mich gerade in einer simulierten Situation befinde. Absolut, das hätte ich auch gedacht. Ich habe da lange dran gezweifelt, aber da gibt es jetzt eine ganze Menge an Studien schon. Die ersten Studien gingen so, dass man gesagt hat, naja, ich gucke mal, wie die Leute so reagieren. Und es waren teilweise wirklich so VR-Programme, die so sehr verpixelt waren, die so halt Minecraft-mäßig ausgeschaut haben. Und man hat geguckt, wie die Leute reagieren von den physiologischen Parametern, von wie heißt sie schwitzen, was sie für Angst berichten. Und es hat funktioniert, dass sie Ängste auslösen. Ich erinnere mich an einen forschenden Kollegen, der hat Höhenangst, der hat das mal ausprobiert. Und da war es nur so, dass was da simuliert war, war so eine Planke praktisch, die über so einem Abgrund ist. Jetzt haben sie ihm freundlicherweise auch mal ein Holzbrett hingelegt, aber der hatte es gewusst, der hat das Holzbrett gesehen, hat den Teppichboden gesehen, gesagt, das Holzbrett, hat seine Brille aufgesetzt und hat gemeint, er geht keinen Schritt weiter, obwohl er das gewusst hat. Das heißt also, die Ängste werden tatsächlich durch diese visuellen Reize ausgelöst und zwar sehr zuverlässig ausgelöst. Das ist schon mal der erste Schritt, den man gefunden hat. Und der zweite Schritt ist, dass man jetzt inzwischen verglichen hat, virtuelle Realitätstherapie versus Therapie in der Realität. Und hat festgestellt, das Ganze ist
gleich effektiv, sodass jetzt auch die nationalen und internationalen Leitlinien zur Behandlung von Angststörungen virtuelle Realität empfehlen als Therapieoption. Und was ist denn neu an deinem Ansatz zur VR-Therapie von Ängsten? Na, neu ist, dass die klassischen Ansätze tatsächlich nur versuchen, eine Situation nachzubilden. Das hat auch Vorteile, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber was wir versuchen, ist einen Schritt weiter zu gehen in die sogenannte Augmented Reality. Dazu braucht es aber eine Brille, die das kann, und eine vergleichsweise günstige Brille ist eben diese hier. Die kann eben ohne ein Kabel oder einen Computer betrieben werden. Und da kann ich in so eine Situation, wieder in eine echte Situation gehen und kann die aufsetzen. Und die hat eben noch Kameras auch vorne drin, sodass die Umgebung auch gefilmt wird, dass man die Umgebung sieht. Also man geht in die angstauslösende Situation. Das fragst du dich natürlich, na toll, dann brauche ich ja keine VR-Brille. Aber dann setze ich die trotzdem auf, sehe die Umgebung noch und mache dann was mit Augmented Reality. Das heißt, die Menschen, die sich dann in die Situation begeben, spielen gleichzeitig so ein Spiel, wo sie reagieren müssen. Da erscheinen so Kugeln und die müssen die halt abstipsen nach einer bestimmten Regel, müssen da rumflitzen. Und dann tun die was, was mit der normalen Angstreaktion überhaupt nicht vereinbar ist. Weil normale Angstreaktion sieht so aus, als okay, bei so einer Exposition, okay, ich warte, bis es vorbeigeht, ich versuche, bei mir zu bleiben und so weiter. Und das kann man dann nicht. Man muss rumflitzen, man muss gucken, man muss die Situation explorieren. Und genau das darauf, den Effekt hoffen wir. Das heißt also, normalerweise funktioniert dieses sich aussetzen der Angstsituation, also diese Exposition, dadurch, dass man sagt, ich bleibe dabei und irgendwann gewöhne ich mich an die Situation. Was wir hier noch machen können, ist, dass wir die Situation mit was verbinden, was Spaß macht. Wir haben das mit einzelnen Menschen schon ausprobiert. Die haben alle, auch wenn die Angst haben in den Situationen, wahnsinnig Spaß, dieses Spiel zu machen, sodass wir die Hoffnung haben, dass wir dieses Spiel als einen positiven Reiz nehmen können, der mit der angstauslösenden Situation verknüpft wird. Es gibt ja verschiedene Theorien, wieso Ängste entstehen können. Eine Theorie sagt zumindest in der ersten Stufe, dass eben eine Situation, vor der man Angst hat, mit irgendwas Unangenehmen oft halt gleichzeitig aufgetreten ist und dann hat man eben vor dieser Situation Angst. Und dann wäre es eine Möglichkeit, dass man das direkt ja, wieder verlernen kann, beziehungsweise was Neues gegenlernen kann. Okay, also sozusagen negative Konditionierung umgekehrt. Das wäre tatsächlich Gegenkonditionierung, wäre der Fachbegriff, genau. Ja, ganz genau. Okay, und das Konzept ist dann für jeden geeignet, der sozusagen unter diesen Phobien, diesen spezifischen Ängsten leidet. Egal wie alt oder jung. Das würde ich sagen, ja. Es ist so, dass das auch für ältere Menschen beispielsweise, die damit noch nie Berührung hatten, die vielleicht auch noch nie ein Smart Device in der Hand hatten, funktioniert das ganz genauso. Wir haben viel Erfahrung mit Menschen, die zu uns ins kognitive Training kommen, nennt sich dann Gedächtnisgruppe, weil kognitives Training hört sich so geschwollen an. Und da haben wir Menschen mit Demenz, die noch nie mit Smart Devices zu tun hatten, die aber mit einer großen Begeisterung auf unseren Tablets trainieren. Und da ist ein riesen Gekicher und Gegacker und so weiter. Also das ist nicht das Problem. Man muss halt die Leute ein bisschen schonend ranführen. Man muss denen auch die Wahl lassen. Man muss gucken, wie es ihnen geht mit der VR-Brille. Ob es vielleicht zu Motion Sickness kommt, das ist ein kleiner Prozentsatz, hat damit das Problem. Und ich würde jetzt die Brille nicht unbedingt jetzt stundenlange auflassen, aber muss man ja auch nicht. Und denkst du, man kann sich irgendwann um seine Ängste sozusagen allein daheim kümmern, wenn man die entsprechenden Geräte zur Hand hat? Das würde ich nicht empfehlen, auch wenn zu wenig Therapeutinnen und Therapeuten da sind, weil ich eben nicht weiß, wenn ich das alleine mache, kann ich mich schlecht einschätzen. Es kann sein, dass ich mich überschätze in der Situation, dass ich also eine Angst auslösende Situation wähle, die zu viel für mich ist. Dann kann es sein, dass ich vielleicht sogar eine Panikattacke kriege. Und dann kann es sein, dass ich ein für alle Mal in Anführungszeichen geheilt bin von der psychologischen Angsttherapie oder von der VR-Therapie, weil ich sage, nee, das ist nichts für mich. Das funktioniert ja gar nicht. Das ist ja noch viel schlimmer, als da habe ich lieber meine Angst noch. Und es wäre super schade, weil die Methode der Exposition ist eine, die sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, dass eben diese VR-Technologie oder was wir eben machen in Bamberg, die Augmented Reality Technologie, nochmal was ist, was da noch effektiver sein könnte und das noch erreichbarer machen könnte für die Leute.
Ein neues Thema von dir in der FH Bamberg ist der Studiengang Medienpsychologie. Ist das richtig? Ja, da habe ich letztens mal gefragt, warum gibt es eigentlich Medienpsychologie nicht in Bamberg? Und die Reaktion war nur, gerne, ne? Wenn du dich darum kümmern möchtest oder das ein bisschen begleiten möchtest, können wir das schon machen. Und insofern, wer möchte, könnte ab Oktober in Bamberg tatsächlich Medienpsychologie studieren. Und was unterscheidet die Medienpsychologie von der klassischen Psychologie? Da gibt es viele Überschneidungen, klar. Nur ist es so, dass bei der Medienpsychologie eben gerade die Wirkung von Medien untersucht wird. Dann geht es um Medienselektion, das heißt also, warum schauen welche Leute oder nutzen welche Leute welche Medien? Dann geht es um die neuen Medien, es geht um den Übergang von den älteren klassischen Massenmedien zu den neuen, eher privat genutzten Medien. Dann geht es darum, ja, wie wirken denn die Medien und so weiter und so weiter. Und es geht aus meiner Sicht, das ist ein Schwerpunkt, den ich legen möchte in Bamberg, nicht nur darum zu untersuchen, naja gut, was suchen sich die Leute, womit verbringen die mit Medien ihre Zeit? Und wie geht es den Leuten damit? Sondern ich würde da aktiver werden wollen und versuchen wollen, die Kraft, die das hat, zu nutzen. Das können wir auch mit den Psychologie- und Wirtschaftspsychologie-Studierenden. Aber wir haben bei der Medienpsychologie eben noch mehr Zeit, können uns da mehr Zeit nehmen, uns das anzueignen, wie man das Ganze macht und das einfach begleiten. Und da werden, hoffe ich, viele, viele spannende und aufregende neue Projekte entstehen, wenn ihr Lust habt, mitzumachen. Ja, klingt nach einem sehr zukunftsgerichteten Studiengang. Was ich vielleicht noch sagen sollte, ist, wir haben ja jetzt über diese neue Form der Angsttherapie geredet und so Augmented Reality, und es bleibt bei uns an der FAM nicht bei der Theorie, sondern wir haben schon eine angehende Kollegin und einen angehenden Kollegen, der im Rahmen ihre bzw. seine Abschlussarbeit das untersucht an Menschen mit Ängsten. Und das wird da sicher weitergehen. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, Psychologie in Bamberg zu studieren, Wirtschaftspsychologie oder Medienpsychologie, dann werden wir uns damit, wenn ihr Lust habt, beschäftigen und noch Sachen machen, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken, je nachdem, auf was für Ideen wir kommen.